Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen ein Haute-Couture-Haul machen, Try-on-Haul. Und hier sind die ganzen Produkte drin. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Haute-Couture ist die Marke von der wunderschönen Tara, Tamtam Beauty. Das ist so eine Inspiration für mich, diese Frau. Die ist unglaublich schön, unglaublich sanftmütig und ich finde sie einfach großartig. Und als sie dann jetzt, also ich habe ja schon ziemlich viele Produkte von ihrer Make-up-Brand, Tamtam Beauty. Und da bin ich jetzt so ein kleines, Fangirl. Und dann hatte sie die Marke gelauncht und das sah so schön an ihr aus. Und dann habe ich mir gedacht, boah, an mir wieder eine. An mir wird das niemals so schön aussehen wie an ihr, aber ich habe mir gedacht, komm, wir probieren es mal. Ne? Hab mir da jetzt ein paar Teile von bestellt und ich bin sehr, sehr gespannt. Also es ist sehr schwarz heute tatsächlich, deswegen starte ich hier auch in einem Rosa erstmal am Anfang. Hier ist halt die Karte von ihr und da trägt sie auch schon dieses wunderschöne Kleid, was hier auch drin sein wird. Let me be your forever peace. Wir sind nicht laut, dennoch fallen wir auf. Wir folgen keinem Trend, sondern unserer Leidenschaft. Wir sind zeitlos. Wir sind Haute Couture. Lovely to hang in your closet. Und ja, es ist nicht günstig gewesen, aber ich fand die Preise fair. Ich bin gespannt, wie die Qualität von den Produkten sein wird und die Langlebigkeit, klar, die können wir jetzt hier nicht zusammen testen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es an mir aussieht, ob mir das Ganze passt. Und ich war mir auch echt nicht sicher bei den Größen. Aber wir gucken einfach mal. So, ich nehme jetzt erstmal die Produkte hier raus. Ich habe mir natürlich auch diesen Mantel mitbestellt, von dem sie auch so geschwärmt hatte. Und die Strumpfhose und so. Ist schon schön eingepackt, finde ich. Also den Karton finde ich optimierungsbedürftig. Der ist schon sehr, sehr dünn. Ne? Also das fand ich nicht so geil. Aber ich fand das schön, dass es halt so mit diesem Seidenpapier drin ist. Und der kommt jetzt erstmal zur Seite. Ich gucke mal, was ich mir zuallererst anziehen werde. Diese Beutel sind auch irgendwie hier. This bag is made out of recycled materials. Ne? Also du hast da auch in diesen, das ist recyceltes Material, das finde ich cool. Ich verwende solche Klamottenbeutel übrigens auch immer als Beutel, als Müllbeutel tatsächlich. Ja, es sind alles nur schwarze Teile, die ich mir bestellt habe. Ich bin ja geil. Ich starte mal mit dem Mantel. Nee, ich starte nicht mit dem Mantel. Ich habe eine Jogginghose an, die braucht ihr jetzt nicht sehen, ne? ich starte mit dem Pullover und der Hose. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, genau. Das ist hier einmal dieser Pullover. Der hat auch so einen Kragen mit dran. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das so bei mir funktioniert. Genau, der ist so mit Druckknöpfen und der fühlt sich so weich an. Oh mein Gott. Der sieht, ja, es ist schwarz, man sieht es nicht so gut. Hat auch so coole Ärmel. So was liebe ich ja. Ich habe auch so einen grünen Pulli, der solche Ärmel hat. Das heißt, du hast hier unten wirklich so ein Bündchen, was nicht zu... Also es ist nicht wirklich flexibel, ne? Ich hoffe, dass meine Arme da durchpassen. Meine Hände vor allem. Den habe ich jetzt in der Größe S bestellt. Okay. Der soll auch sehr, sehr locker sitzen. Der hat hier, wie gesagt, dieses Ding. Da muss ich mal gucken, wie das bei mir funktioniert. Ansonsten sagte sie auch irgendwie, man kann das auch einfach reinfallen lassen oder hin und her fallen lassen. Aber dieses Material, das ist so... Ich hoffe, dass das meine Waschmaschine überlebt. Oh mein Gott, da bin ich jetzt echt ein bisschen ängstlich. Aber gut. Was für ein Material ist das? Ich meine, das müsste auch alles auf der Homepage stehen, ne? 50% Acryl und 50% Nylonfaser. Ja, das merkst du auch. Sehr, sehr weich. Und dazu werde ich kombinieren diese Hose, von der sie auch so geschwärmt hat. Und ich bin auch ein Fan von dieser... Von Fake-Lederhosen. Ne? Und ich habe immer die Probleme gehabt, dass es bei mir halt auch nicht wirklich passt, weil ich halt recht breite Waden habe, was ich aber gut finde. Ich mag meine Waden tatsächlich sehr gerne. Aber sie passen halt nicht in jede Mode rein. Und Haute Couture hat sich ja auch überlegt, nicht immer im Trend sein zu wollen, sondern halt wirklich Mode zu machen, die zeitlos ist. Und deswegen finde ich das auch zum Beispiel mit dem Schwarz sehr, sehr passend, weil Schwarz ist immer zeitlos, das kannst du immer tragen. Und das ist diese Lederhose, die ich gleich anziehen werde, die sich richtig geil anfühlt, also wirklich gut, die mag ich gerne. Das Einzige, was ich hier vermissen würde, wären Taschen, aber ich trage sowas eh meistens
wenn ich ein bisschen schicker unterwegs bin und dementsprechend habe ich dann eine Handtasche dabei. Hat nämlich auch keine Hosentaschen, aber es ist halt wirklich, ne, mit dem Knopf, mit dem Reißverschluss, es läuft. Und das ganz Spektakuläre dabei sind halt die Beine. Und das ist für mich das gewesen, wo ich gesagt habe, die muss ich haben. Die ist nicht super skinny unten. Das ist halt von der Breite her perfekt. Da passt auch hoffentlich meine Schuhgröße 41 durch. Und was ich richtig geil finde, die hat einen Reißverschluss. Da hat jemand mitgedacht. Das passt dann da alles durch bei mir. Da habe ich gleich keine Probleme reinzukommen, hoffe ich. Die Hose habe ich bestellt in der Größe M. Oh, da hoffe ich auch, dass die passt. Ich bin 1,73 Meter, wiege ungefähr 70 Kilo und habe in Hosen mal so, ne? Aber ich glaube, wenn ich da jetzt eine L genommen hätte, wäre das zu groß gewesen. Die muss ja auch schon ein bisschen enger sitzen, ne? Ich habe jetzt einen Schlüpper an und keinen Tanga. Da hoffe ich, dass sich das jetzt nicht irgendwie abzeichnet. Ich bin sehr gespannt. Ich schlüpfe da mal rein. Outfit Nummer 1 ist am Start. Ich sehe nicht aus wie Tara damit. Also das hat ihr deutlich besser gestanden als mir. Ich finde das am Hals einerseits total hübsch mit diesem Kragen. Andererseits finde ich es ein bisschen einengend. Aber das ist so mein persönliches Gedönsen, ne? Aber sie sagte ja auch, dass man das abmachen kann. Muss ich gleich mal ausprobieren. Von der Armlänge her geht es tatsächlich klar. Der sitzt auch ein bisschen oversized, was sehr, sehr angenehm ist. Die Länge gefällt mir auch. Also das ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Es ist echt perfekt. Mir gefällt das wirklich, dass ich hier das so dieses Ballige an den Ärmelchen habe, ne, an den Armen. Das gefällt mir wirklich gut. Das ist hübsch. Den kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen als einen meiner nächsten Lieblingspullis, weil ich habe jetzt hier auch nichts drunter, ne, außer mein BH halt. Er fühlt sich richtig angenehm auf der Haut an. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Hier versuche ich das jetzt auch mal, wenn ich das Ding löse. Dass sie ja gesagt, dass man das dann einfach lösen kann und dann nach hinten fallen lassen kann oder so. Also einfach quasi hinten in den Pulli rein. Da ist halt so ein kleiner Hubbel da. Das kann man bestimmt auch irgendwie verstecken oder so. Ich meine, einerseits fand ich das echt schön, wie gesagt. Ne? Andererseits, wenn es dir über den Tag auf den Keks geht, kannst du es nach hinten fallen lassen. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Ich denke, wenn ich ehrlich sein darf, dass ich das wirklich hauptsächlich so tragen werde. Vielleicht so ein bisschen off-shoulder, vielleicht aber auch einfach so genau gerade. Aber so mag ich den Pulli. Also da ist auf jeden Fall schon mal gute Kaufentscheidung gewesen. Ich sehe mich hier ja in meinem Schminkspiegel dann ja auch, ne? Das gucke ich ja so rein. Und ich finde schon, dass es mir auch steht, dass es sehr edel aussieht. Mag ich gerne leiden. Doch, gefällt mir, ne? Und jetzt kommen wir zu der Hose. Da kam ich rein, ohne dass ich die Beine öffnen musste, also quasi unten die Dings aufmachen musste. Sie ist vielleicht ein kleines bisschen zu eng, aber auch nur ein kleines bisschen, ne? Also man hat hier schon so ein bisschen, das sieht man, ne? Man sieht, dass sie ein bisschen zu eng ist. Aber es ist okay, es geht halt noch. Wenn ich sitze, ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Hier muss ich das vor allem gerade machen. Oh, guck, dann habe ich ja noch ein bisschen mehr Luft. ja, ne, aber sie sitzt halt wie angegossen quasi. Das merkt man halt auch hinten am Poppes. Da muss man aufpassen, ne. Also wenn ich da Menstruationsunterwäsche brauche ich darunter nicht anziehen, ne. Also ich weiß nicht, Sammy, was hast du zu Frauchen Schinken? Ist das okay? Ja? Ja, gefällt ihm wohl. Ansonsten super weiches Innenmaterial, also richtig angenehm. Bewegungsfähigkeit ist übrigens auch etwas eingeschränkter, ne? Es ist halt eine etwas engere Hose, aber sie fühlt sich auch qualitativ richtig gut an. Ich finde die schick. Also die ist für mich nicht zu lang und nicht zu kurz. Wie gesagt, 1,73 Meter. Ne? Das heißt, ich kann dazu ganz normale Sneaker anziehen. Ich kann aber auch hohe Schuhe dazu anziehen. Ich kann da Stiefel drüber ziehen. Easy peasy Sonnenschein. Und Tara hat in ihrem Video ja auch gesagt, dass diese Hose sowohl warm als auch kalt hält. Also dass man darin nicht schwitzen wird. Man wird aber auch nicht darin frieren. Und das merke ich tatsächlich, weil sich das so natürlich angenehm anfühlt. Also die Hose ist auch richtig cool. Die gefällt mir. Wenn ich jetzt hier so drüber streiche, ne, man hört es auch richtig. Aber es fühlt sich extrem gut an. Wirklich. Und jetzt ziehe ich mal den Mantel drüber. Was jetzt natürlich mit Schwarz und Schwarz ein bisschen schwierig ist. Aber auch den habe ich mir bestellt. Da hatte sie ja auch so von geschwärmt. Und der war auch echt nicht günstig. Ne? Ich muss jetzt aufpassen mit Sammys Hundehaaren. Mausi. Ich muss jetzt kurz mal Frauchen. Also hier ist hier, welche Größe habe ich denn bestellt? Ich glaube M.
Ja, Ladies Coat, M. Also der Mantel ist halt so ein richtig, richtig langer Mantel, was oben aussieht wie ein Blazer tatsächlich. Also wie ein ganz normaler, ne, Business Blazer. Und ist dann auch ein bisschen taillierter. Hier habe ich ein Fädchen, aber das ist nicht schlimm. Das liegt lose auf, genauso wie auch schon das ein oder andere Semi-Haar. Das Material fühlt sich richtig weich an. Da muss ich echt aufpassen. Also das ist ein Mantel, den ich nicht jeden Tag anziehen kann wegen meinem Hund, weil der ist weiß und der hart. Wir haben schöne matte, schwarze Knöpfe, was ich cool finde, weil die dann nicht so glänzen und nicht so präsent sind. Dann haben wir hier auch Taschen, die man sowohl aufgeklappt lassen kann, als auch reinklappen kann, hat sie gesagt. Aber ich ziehe den mal an. Emmy, du hast da Fusseln in der Nase. Kann das so sein? Hast du schon wieder rumgefuselt? Wo warst du denn schon wieder? Wo warst du denn schon wieder mit deiner Nase? Ich habe jetzt ja auch extra so einen dicken Pulli darunter an, um zu gucken, ob ich ja auch mit dickeren Klamotten da reinpasse. Erstmal die Armlänge, Leute. Da raste ich ja gerade aus. Wie geil ist das denn bitte? Also die Armlänge ist für mich perfekt. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Und dieser Mantel, der sieht richtig schick aus. Oh mein Gott, sieht der schick aus. Also schon so ein bisschen sehr, wie sage ich das? Streng für meine Verhältnisse tatsächlich. Aber sehr schick und fühlt der sich schön an. Leute, ich sag euch das. Richtig geil. Die Länge gefällt mir. Das ist schön lang. Ne? Also auch bei meiner Körpergröße richtig schön lang. Die Taschen finde ich klasse, da kannst du noch Sachen reinpacken. Eieiei. Es ist so schade, dass man das mit dem Schwarz nicht so gut sieht, aber es sieht extrem schick aus und es gefällt mir gerade so gut. Also Tara und Team Tara, da sind ja noch irgendwie ihr Mann ist da mit drin und dann noch eine Freundin oder Schwester oder so und davon der Mann, keine Ahnung. Mega, also die Qualität haut mich um. Das ist überhaupt nicht Fast Fashion. Das ist alles andere als Fast Fashion, was die rausgebracht haben. Das ist zeitlos, wirklich. Ne? Also richtig geil. Minimale Schulterpolster haben wir drin, was ich aber auch gut finde. Ne? Also ich fühle mich wohl. Hier haben wir auch noch so eine Tasche. Ach, guck mal, da kannst du sogar reingehen. Kannst du dir auch noch was Kleines reinmachen, vielleicht eine Rose oder sowas. Sie sagt auch, Kragen kannst du aufstellen, aber da bin ich nicht so Fan von. Also das mag ich mega gerne leiden. Und auch dieses leicht taillierte, das dann mit hohen Schuhen halt, ne, dann gehe ich ja auch ein bisschen anders damit. Ja, jetzt sehe ich ein bisschen aus, als würde ich auf eine Beerdigung gehen, weil alles schwarz ist. Aber ich finde das gerade richtig schön, Leute. Mir gefällt's. Wahnsinn! Und es passt so zu diesem... Es passt gerade. Zu hoch, ich habe die Kamera gerade umgestellt. Und dann habe ich auch noch mir natürlich das Kleid geholt, was man ja auch bei Tara da auf dem Titel direkt sieht, was richtig geil aussieht. Es ist halt ein Langarmkleid, ne? Das seht ihr auch gleich nochmal angezogen. Ich habe das jetzt in der Größe S bestellt, was halt so Flatterärmchen hat und es fühlt sich halt auch recht schwer an, wenn ich das so sagen darf, ne? Das ist so ein Übergangskleid, Frühling, Herbst würde ich das tatsächlich tragen und dazu dann natürlich noch die Strumpfhose, die unzerstörbar quasi mehr oder weniger sein soll und ja, das ziehe ich jetzt mal an. Oh, das freue ich, freue mich da schon so richtig drauf. Yay! Fangen wir bei der Strumpfhose an. Die ist ja in einer Einheitsgröße. Ich glaube auch, dass das alles damit zusammenhängt, auch dass sie ne, so robust sein soll, weil du hier nicht dieses, wie bei Strumpfhosen halt hast, dieses normale Strumpfhosenmaterial, sondern das ist halt eine richtige Netzstrumpfhose halt. Genau, also ich mag das Muster da drauf. Das ist irgendwie fancy. Ich weiß echt nicht, ob ich das so auf der Arbeit auch tragen würde. Erfordert schon ein bisschen Mut, muss ich gestehen. Also das weiß ich echt noch nicht. Aber sie fühlt sich an und für sich gut an und ich fühle mich auch angezogen damit, ne, im Großen und Ganzen. Und hier haben wir natürlich das unfassbar schöne Kleid. Also das ist... Mein Freund sagte auch gerade, seit wann wird denn das alles schon wieder so dunkel bei dir? Der ist auch nicht so angetan von dem Mantel. Er sagte, wenn du den magst, dann ist das cool. Aber ich mag den wirklich, weil er halt so zeitlos ist, ne? Er mochte den nicht so gerne an mir. Und bei dem Kleid sagte er... Warum so hochgeschlossen? Weil das schick ist? Ich weiß nicht. Ich mag das. Genau, also ich mag das Kleid wirklich leiden. Das mit den Ärmeln ist ein bisschen umständlich, sieht aber schön aus, muss ich sagen. Ne? Weil du kannst die halt jetzt nicht irgendwie hochkrempeln oder so. Die fallen dir dann natürlich immer runter. Von der Länge her passt das bei mir tatsächlich. Ne? Das geht klar. Ich habe jetzt ja hier die Größe S. Es ist super...
super flexibel. Also am Bauch ist es sehr flexibel. Ich glaube, Tara hatte das noch ein bisschen höher. Sie nicht irgendwie so. Und ne, sieht aber auch nicht aus. Muss schon so sein. Hier am Kragen ist es auch sehr, sehr flexibel. Du hast ja keinen Reißverschluss oder so. Das heißt, man kommt super schnell selber rein. Ich mag das mit diesem leicht verspielten halt hier unten, ne? Also mir gefällt das Kleid irre gut. Ich finde auch, dass es mir steht tatsächlich. Und das wäre auch ein Kleid, wenn ich so einen ganz schicken Tag habe, das würde ich sogar im Büro anziehen. Cool finde ich auch, dass es dieses leicht durchsichtige hier hat, ne? Also ich mag das schon. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber für mich war die erste Kollektion, die Tara so rausgebracht hat, echt ein Klopper, ne? Ist alles ein bisschen neutral gehalten von den Farben her, weil es doch sehr dunkel ist, sehr schwarz. Ich weiß nicht, das ein oder andere in Weiß hatte sie auch mit dabei, aber ich finde es sehr schick. Ich mag das einfach gerne, weil das für mich halt auch etwas ist, was ich im Kleiderschrank hängen habe und das nicht irgendwie in 3 Jahren, keine Ahnung, out ist oder sowas, sondern es ist halt zeitlos. Es ist dann nach wie vor noch tragbar für mich und das finde ich halt cool. Also von daher, ne, ich weiß nicht, ich gucke mich die ganze Zeit im Spiegel an, weil ich das einfach, ich liebe es gerade total an mir. Ich freue mich, dass ich jetzt die ganzen Sachen in die Waschmaschine geben kann und sie dann demnächst auch tragen kann und dann halt, ja, auch irgendwie immer ein Teil von Tara bei mir habe. Es ist so dämlich, aber es ist so. Und ich feiere das, ich finde es cool, ich habe mega Spaß dabei und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches euer Lieblingsteil ist, ob ihr euch vielleicht auch was aus der Kollektion geholt habt oder holen möchtet. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!